So, da oben ist der Waffen. Toll, da ist jetzt ein Revive. Ich fasse es nicht. Hätte ich vielleicht doch mal etwas früher hier geguckt, dann hätte ich es gewusst. Naja, kann man nichts machen. Ist das jetzt ein Waffenladen oder eine Höhle? Okay. Wir haben ziemlich teure Gegenstände, aber gut. Das ist zu teuer, Junge. Nix für dich. Ich frage mich gerade ernsthaft, warum einige Sachen hier so teuer sind. Gut, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Sachen verkaufen. Was nehmen wir denn da am besten? Am besten wir rüsten erstmal auf und verkaufen dann vielleicht die Waffen. So, er hatte nichts. Er auch nicht. Es. So. Doch, Mef, ich hatte was, fällt mir ein. So, und dann können wir wieder tolle Sachen verkaufen. Und ich bin auf die falsche Taste gekommen. Das freut euch bestimmt, dass ich es gerade so lange zum Einkaufen brauche. Und ich merke gerade, ich kann auch so ausrüsten. Gut zu wissen fürs nächste Mal. So, damit ist auf jeden Fall schon mal... Thoma gesichert. 2200. Das wird ihn stärker machen, aber ich denke mal, Ausrüstung wäre erstmal etwas besser. Ach so, das Ausrüsten ist, dass man... Ah, okay. Gut, das sollten wir uns dann auch fürs nächste Mal merken. Ich hätte vielleicht den Ring nicht verkaufen sollen, egal. Schauen wir mal bei den nächsten Sachen. So, gut, wir haben gespeichert, wir haben geschlafen. Also, auf geht's nach Kuparik, richtig. Alle, die die Lösung haben, bekommen jetzt einen Keks. Keks geben. Stimmt ja, wir kommen ja gar nicht nach Kuparik gerade. Wir müssen ja in das Dorf, was kurz davor war. Ich bin nur gerade überlegen, welcher das war. War das der? Wir schauen einfach mal, was hier drin ist. Ein Loch. Und wie wir sehen, sind wir in einer Kanalisation. Kanalisation. So, jetzt haben wir es. Und hier ist eine Sackkasse. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Hier gibt es so viele tolle Wege. Da kann man runter. Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist, da runter zu springen. Auf jeden Fall kommen wir mit Thoma hier rüber. Gut, man kann sie auch abbrennen. Das war irgendwo logisch, aber es dauert viel länger als zu schlafen. Und ein Krebs. Und ja, der Kampf wird vermutlich nicht sehr lange dauern, weil... wir uns diese Krabbe jetzt fangen.
Und wir haben uns einen Pinch gefangen. Toll. So, da drüben könnte man noch mal kurz rumspringen, um zu gucken, was da noch so Tolles ist. Und zwar nix. Doch, ein Power Source. Ziehen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen auf, weil ich muss sagen, ich werde meine Spinne eventuell doch. So, okay, man kann durchs Wasser laufen. Schauen wir mal, wie weit. Und da hinten ist ein Fisch. Den will ich kämpfen. Das erinnert mich an einen Mushas. Oder wenn das so hieß, ich weiß es gerade gar nicht mehr so richtig. Ihr wisst schon, dieses Pokémon mit der die Muschel da. Bitte, lass es klappen! Ja, wir haben uns einen Sniff gefangen. Wow, und wir machen weniger Schaden als sonst. Das könnte doch ein kleines Problem langsam werden. Warum unbedingt gute bessere Ausrüstung? Und das Doofe ist, nur in Kuparik kann ich meine Monster umtauschen. Und ihr habt ja gesehen, die Waffen, die ich so kaufen konnte, waren doch recht teuer. So, mal schauen, was hier hinten ist. Eine Truhe. Schön. Echt? Wäre da eine neue Waffe drin? Aber wir schauen uns erst mal, was hier unten ist. Empfehle auf jeden Fall einen Weg zum Hochgehen erstmal. Und den werden wir auch dann nutzen. Weil es geht hier unten nicht weiter. Und wir können erstmal ein paar Fässer kaputt machen. Und finden ein Mollybrett. Und ist da vielleicht... Oh, ja. Ein neues Monster mal wieder. Eine Shadowfly und mal gucken, wie sie heißt, wenn wir sie gefangen haben. Und es hat nicht funktioniert, oh mein Gott. Ich muss noch eine Runde ranhängen. Ja, bei denen ziehen wir etwas mehr ab, fällt mir mal auf. Von daher geht das ja. Und sie ziehen uns auch etwas mehr ab, also... doch nicht. Ich habe den doch gerade Ausrüstung gekauft. Wieso ziehen die trotzdem so viel ab? Gut, die Käfte scheint nicht zu funktionieren. Dann nehmen wir einfach mal die Mountain Disk. Und hoffen, dass diese funktioniert. Los, mein Pokéball. Schnapp es dir. Das hat auch nicht funktioniert. Wow, das ist nicht gut. Was könnte ich dann einsetzen? Vielleicht eine C-Disc. Was eigentlich unmöglich für eine Fliege ist, aber noch. Probieren wir es mal. Ansonsten können wir dieses Pokémon diesmal nicht fangen.